Hallo meine Lieben, ein Foto, das ein flaches, dreieckiges Objekt im Orbit über unserer Erde zeigt, aufgenommen von einem NASA-Astronauten. Doch dieses Foto hier zeigt nur das, was der ein oder andere vielleicht schon einmal woanders gesehen hat. Dabei gibt es eine sehr viel schärfere, hochaufgelöste Version dessen und es zeigt faszinierende Details. Was die NASA dazu sagt, was ein Ufologe, der das Foto entdeckte, wie, wann und wo diese ungewöhnliche Aufnahme entstand und vieles mehr, seht ihr wie immer nach dem Intro. Dreißig Jahre lang brachten die amerikanischen Raumfähren Astronauten ins Weltall. Eine davon war die Columbia. Auf der siebten Mission dieser sollten die Besatzungsmitglieder ein erstaunliches Foto zurück zur Erde bringen. Nach vielen Verzögerungen landete Columbia am 18. Januar 1986 um 5.59 Uhr pazifischer Standardzeit auf der Edwards Air Force Base. Die Mission dauerte insgesamt 6 Tage, 2 Stunden, 3 Minuten und 51 Sekunden. Die betreffende Aufnahme sollte aber erst sehr viel später entdeckt werden. Dabei ist sie für jeden frei zugänglich. Das Foto befindet sich auf The Gateway to Astronaut Photography of Earth, einer von der NASA betriebenen Regierungswebsite. Und es zeigt wirklich Merkwürdiges. Ein dreieckiges, unbekanntes Objekt, das im Orbit unserer Erde schwebt. Aufgenommen von einem der Astronauten der STS-61C-Mission. STS-61C ist die offizielle Bezeichnung für die siebte Mission des Space Shuttles Columbia der NASA. Und so trägt auch die Filmrolle, die dieses ungewöhnliche Foto beinhaltet, die Bezeichnung der Mission. STS-61C, Rolle 31, Frame 2, Missions-ID 61C, Name Atlantik. Gar den genauen Zeitpunkt der Aufnahme ist den Dokumenten der NASA zu entnehmen. 1. Dezember 1986 um 13.59 Uhr mittlerer Greenwich-Zeit. Das Foto zeigt eine Aufnahme eines Objekts, das weder sichtbare Flügel, Sonnenkollektoren oder etwas wie einen Antrieb besitzt. Also was kann es sein, das dort im Orbit der Erde schwebt? Kennen die meisten vor allem dieses Foto hier, gibt es eine viel hochaufgelöstere Version des Fotos, die ungemein mehr Detail zeigt. Doch dazu später mehr. Es ist nicht das einzige Foto, das von den Astronauten einer Space Shuttle Mission aufgenommen wurde und ein ungewöhnliches Objekt im Erdorbit zeigt. Das berühmteste ist wohl das, das den Schwarzen Ritter zeigt, den Black Knight Satelliten. Am 4. Dezember 1998 startete die 93. Space Shuttle Mission. Es war der 13. Flug für die Raumfähre Endeavour und es sollte der erste Flug eines Shuttles zur ISS, der Internationalen Raumstation, sein. Die Mission mit dem Namen STS-88 sollte aber nicht nur für diesen historischen Moment bekannt werden, denn ebenso wurde ein Foto eines mysteriösen Objekts aufgenommen. Es zeigt einen unbekannten Körper im Orbit der Erde. Es ist dunkel und besitzt eine recht unregelmäßige Form. Für viele stellt diese Aufnahme einen Fotobeweis für den schon seit Jahrzehnten viel diskutierten dunklen Ritter, den Black Knight-Satelliten, dar. Skeptiker hingegen tun das mysteriöse Objekt als nichts anderes als Weltraumschrott ab. Eine Thermodecke, die der Crew bei der Weltraummission entglitt, so auch die offizielle Vermutung der US-amerikanischen Weltraumbehörde. Es sind bei weitem nicht die einzigen dreieckig geformten Objekte, die aus dem All heraus beobachtet wurden. Erst vor wenigen Monaten berichtete ich euch von mehreren dreieckigen Gebilden, die an der Erde vorbeiflogen. Am 21. Februar 2019 filmte einer der Astronauten an Bord der Internationalen Raumstation drei UFOs, die in der Ferne hintereinander an der Kameralinse vorbeiflogen. Es waren nur wenige Sekunden, die diese dreieckigen Objekte brauchten, um die Strecke des sichtbaren Bereichs zu durchqueren. Dies bestätigten auch die Aussagen des Astronauten, der dieses unglaubliche Schauspiel mit seiner Kamera eingefangen hat. Sie seien in weniger als ein paar Sekunden an ihm und der Station vorbeigeflogen. Dies bedeute, dass was auch immer sie waren und von wem auch immer diese Objekte gesteuert wurden, sie Zugang zu Technologie haben, von der wir nur träumen können. So einer der vielen Aussagen zu diesem ungewöhnlichen Vorgang über unseren Köpfen.
War dies auch nur Weltraumschrott, wie die NASA es auch in diesem Fall vermutet? Die drei mysteriösen Objekte fliegen in einer geraden Linie an der Raumstation vorbei und dies nur in binnen weniger Sekunden. Die mathematische Möglichkeit, dass drei vermeintliche Weltraummüllteile in einer geraden Linie an der ISS vorbeifliegen und dabei auch noch gleich aussehen, ist alles andere als hoch. Besser gesagt, liegt sie quasi bei Null. Doch was sagt die NASA zu dem dreieckigen Objekt vor der Linse der Astronauten der Columbia-Mission? Schauen wir uns die hochaufgelöste Version des Originalfotos an, erscheint das dreieckige Objekt viel heller. Es erscheint nicht mehr als flaches, schwarzes Dreieck, sondern gräulich mit scharfen Kanten und einer steinigen Struktur. Immer noch seltsam und ich selbst bin durchaus beeindruckt von der Klarheit des Fotos. Ein Referenzpunkt, um gerade auch im nahen Weltraum eine Größeneinschätzung zu geben, fehlt allerdings leider gänzlich. Sehen wir hier also eine außerirdische Sonde, gar ein Raumschiff aus einer anderen Welt? Oder handelt es sich um etwas Irdisches? Die NASA hat ihre ganz eigene Theorie. Das Objekt ist wahrscheinlich ein Stück Weltraummüll, das aus der Shuttle-Nutzlastbucht freigesetzt wurde. Kleine, ungesicherte Objekte, die während der Vorbereitung des Orbiters in die Bucht mitgenommen wurden, wie Stifthüllen und Baseballkappen, können ins All freigegeben werden, wenn sich die Türen der Bucht für Missionsaktivitäten öffnen. Richtig wissen tut es die amerikanische Weltraumbehörde also auch nicht. Die Region des niedrigen Erdorbits, also bis zu 2000 Kilometern über der Erdoberfläche, in der das Space Shuttle damals operierte und in der sich die Internationale Raumstation heute immer noch befindet, weist tatsächlich die höchste Konzentration an Weltraummüll auf. Der Ufologe Scott Waring hingegen hält das dreieckige Objekt im Erdorbit für ein gigantisch großes Raumschiff unbekannter Herkunft. Dabei würden die Astronauten der Weltraummission schon lange diese Objekte in unmittelbarer Nähe beobachten. Das Seltsamste laut Waring sei, dass die vermeintlich außerirdischen Piloten nicht einmal versuchten, ihre Anwesenheit zu verbergen. Wer sich jetzt noch einmal selbst von der erstaunlich klaren Aufnahme des Objekts selbst ein Bild machen will, dem verlinke ich in der Beschreibung die URL zur offiziellen NASA-Seite, auf der ihr auch das Foto direkt in höchster Auflösung downloaden könnt. Weltraumschrott oder riesiges außerirdisches Mutterschiff? Die Aufnahme des Objekts ist weitaus klarer als die des vermeintlichen Black Knight-Satelliten und es sieht wirklich faszinierend aus, egal was es am Ende ist. Für was haltet ihr es? Schreibt mir wie immer eure Meinung in die Kommentare. Bis dahin, Augen auf und bis zum nächsten Video.